Okay, liebe Leute, willkommen zurück und weiter geht's mit Dredge Platin. So, staubiger Ponton, Sturmklippen, da sind wir noch nicht ganz fertig. Das heißt, ich gucke jetzt wieder in die Enzyklopädie rein und schaue, was mir hier noch fehlt. Also, die Makrele haben wir zum Ende des letzten Parts gefangen, das passt super. Das haben wir. Genau, ozeanisch, der Mantarochen. Der fehlt noch. Ah, der kommt nur nachts. Aber es ist eh fast Nacht. Das passt schon. Warte mal, bevor wir... gucken aber nochmal weiter, ob sonst noch was abgeht. Störhammer, Wrackbarsche. Das ist DLC. Okay, ist eigentlich nur noch der Stör. Und die Krabben. Okay, Freunde, ich muss noch Krabbenkörbe kaufen. Da gucke ich aber jetzt nochmal, ob der Tiefe, das hier da steht, die Tiefe, nein, steht nicht da. Doch... 0 bis 25 und 0 bis 5, also es ist egal, wo wir es versenken, passt schon. Wir versenken alles, was geht. Einmal im Flachen. Einmal im Tieferen. Das sind wenige, ja. Ich will aber viele. Hier. Und im ganz Flachen. Ja, da kommt schon was, Freunde. Ohne Pro. So, ozeanisch. Mantarochen. Wo hätten wir dies? Es ist 18 Uhr. Schwarzer Sägebarsch, das haben wir. Kommt halt jetzt darauf an, wo wir hin müssen, ne? Könnte da hier irgendwo sein, es könnte hier irgendwo sein. Wir fahren jetzt einfach mal hier ein bisschen im Kreis rum. Da sind lauter Dredge-Sachen, die keiner braucht. Das sind alle, gell? Es sind alle, die brauchen wir eine. Was bist du? Königslachs. Hat's ein Sägebarsch, ja, ja. Ja, wenn es hier nicht so neblig wäre, ne? Steinfisch, Viperfisch, das ist schon zweit. Schwarzer Sägebarsch. Ja, Freunde, wenn ich schon da bin, ich werfe jetzt gleich mal Köder rein. Okay. Hier ist es definitiv nicht. Es muss dann anscheinend weiter draußen sein. Kann ich hier parken? Hier kann ich parken. Das ist ja mega. War ich da überhaupt schon in dem Lager drin? Aha! So, 5 Uhr da. Es ist noch... Es ist noch nicht 6. Mit Glück sehe ich nur einen, aber es kann auch sein, dass... Ah, da ist er! Da ist sogar die Anomalie dabei. Okay. Schaffe ich das noch? Ja, ich schaff's noch. Okay. Teufelsrochen, nicht Mantarochen, okay?
Das markiere ich mal. Merken, Freunde, merken. Nachtaktiver Fisch, das ist gar nicht einmal so weit weg. Das ist gar nicht einmal so weit weg. So, hier haben wir diesen seltenen Fisch gefangen, Freunde. Schmeiße ich einmal den gemischten Köder rein. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Weil es gibt ja, wie gesagt, Anomalien, ne? Nee, es scheint aber wirklich nicht zu funktionieren. Es scheint echt nicht zu funktionieren. Wo ist er denn? Wo ist denn der Dämliche? Hau bloß ab, Mann. Naja, hier habe ich den Rochen gefangen. Ein bisschen Zeit überbrücken. Das geht ja beim Fischen am besten, ne? Hau bloß ab, Mann. Ich bann euch. Mit denen haben wir schon Stör. Okay. Jetzt ist es gleich wieder 18 Uhr. Jetzt müsste es losgehen. Dann gucken wir mal. Königslachs, das ist da drinnen, okay? Ich war vorher etwas zu spät dran, das hätte nämlich funktionieren können. Okay. Ah, jetzt ist der Barne weg. Komm schon, egal. Leider nicht funktioniert, aber Köder. Komm schon. Nee. Komm schon. Es scheint aber nicht zu funktionieren. Zumindest hier mit dem Eimer, ne? Da. Funktioniert, aber. Ja, ja, ja. Ich habe keine Köder mehr. Schade, Freunde. Schade. Es hat leider nicht geklappt.
Zu schade. Aber naja, gut. Was hilft's denn? Das Boot ist vom Fisch auch beschädigt worden. Ich konnte den Bann nicht mehr verwenden, aber das ist jetzt nicht so wild. So. Meister der Angel. Freunde, fange alle bekannten Fischarten. Es waren wirklich nur noch die Krabben. Taschenkrebs. Und das hier. Die und die Seespinne. Geilomat. Das waren ein Hammer. Alles andere ist Anomalie, wa? Reparieren. Ja, okay, da ist jetzt einer vergammelt. Das ist jetzt auch wurscht. Ey, super, Freunde, bin begeistert. Ja, das andere ist jetzt dann nur eine Anomalie. Schauen wir mal, was da noch drin ist. Keine Anomalie, aber kommt hoffentlich noch. So, hier haben wir noch ein paar Reusen. Ja, mitnehmen, ja, okay. Anomalien haben wir jetzt keine drin, aber das kommt schon noch. Trophäengröße. Können wir wegwerfen. Ah, das ist die hochwertige, die hält länger. Da passt da mehr rein. Passt schon. Okay. Dann kaufen wir noch eine. Ich pflaster hier alles zu, das ist mir wurscht. Rein damit. So, ich fahre jetzt einfach mal ein bisschen vor und zurück, wa? Beziehungsweise ich dredge ein bisschen, dann geht's schneller. Passt. So, jetzt ist leider kein Rochen da. Zumindest hier, ne. Haben wir hier vielleicht Glück? Nein, es sind alle. Auch alle. Dredge. Hier. Jawoll, verwester Rochen. Freunde, das hat wieder mal wunderprächtig funktioniert. Ich bin gar nicht mal so beleidigt. Ja, schau jetzt Licht ein, Depp. Ja. Sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch die Krebse. Mega geil, mega geil. Na, da ist schon wieder was drin. Ja, Mann, wie gut ist denn das? Splittergrabe, sensationellst. Noch eine. Na, das ist eine Spinne. Wurscht. Hat. Forschungsteil, okay. Fantastisch, fantastisch. So ein bisschen Kohle zum Reparieren, ne? So, können wir das verhökern? Nee, das schmeißen wir einfach ins Wasser rein.
So, Enzyklopädie. Ja, es fehlt nur noch diese große Spinne. Aber ich kaufe jetzt nicht noch mehr Reusen. Ich habe eh schon 5 versenkt. Das muss hier reichen. Also irgendwo reicht es einmal, ne? Aber ich könnte mir bei dem Heini hier eine Bomben kaufen. Ich will einfach was schon, weil. Da. Irgendwas ist bestimmt noch in die Luft zu jagen. Alle. So, einfach wieder ruhen, bis die Reusen wieder aufgefüllt sind. Ja. Überall ist was drinne. Schmeißen wir gleich wieder ins Wasser rein. Ist uninteressant mittlerweile. Ja, von denen, ja, Splittergraben haben wir jetzt schon 3 oder 4. Ja, aber von der Seespinne bis jetzt noch gar nichts. Ja. Exorbitant. Ja. Okay, das ist kaputt. Okay, da sind wieder welche drin. Ja, es wird immer wieder aufgefüllt. Freunde, Bams. Cortex-Schmuckkrabbe. Wie gut. Ey, ich bin. Das ist so gut schon wieder. Es ist schon wieder so gut. Ich sammle alles ein, weil ich brauche sie hier nicht mehr. Warte mal. Mega. Ich sammle jetzt alle Reusen ein. Und lass alle reparieren und nehme sie einfach ins nächste Gebiet mit. Weil hier brauchen wir sie nicht mehr. Spinnmeister. Alle mal reparieren. 68 Dollar Riese, aber das ist mittlerweile nicht mehr das Problem. Fantastisch, Freunde. Fantastisch. Na, endlich läuft es einmal ein bisschen, gell? So, Enzyklopädie. Ich gucke. Sturmklippen. Nochmal überprüfen. Ohne DLC. Passt. Ja, das ist die Anomalie, ja. Achso, nee, das ist eine Anomalie von einem DLC-Ding. So, da haben wir die beiden Krebsarten. Das ist DLC. Da brauche ich einen Korb, aber da muss ich woanders hinfahren, genau. So. Dann machen wir weiter. Sternbecken. Müssten wir eigentlich alles haben. Das habe ich im vorletzten Part gemacht. Da, es ist DLC, DLC, das ist gelb umrandet. Ja, da haben wir definitiv alles erledigt. So, der nächste ist der Windstrang. DLC. Also ich gehe mal davon aus, dass es DLC ist, ne? Weil es gelb umrandet. So, aber wir definitiv noch nicht alles haben, ist der Teufelsgrat, da bin ich mir absolut sicher. Ja. Bartmännchen, Schlangenmakrele, da fehlt noch einiges. Dann die Schnecke. Die Anomalien von den Krabben haben wir noch gar nicht. Und dann kommt Ozeanisch. Okay, wir fahren zum Teufelsgrat, Freunde. Das ist einfach nur von hier aus nach Norden. Das heißt, ich kann die Markierung wegmachen. Und jetzt Vollgas, Jungs.
Lachs, oder? Ja. Ah ja, okay, das ist Hai. Nee, 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 da sind wir noch nicht weit genug ran. Und ich glaube, von der Makrele hier tun, weiß ich jetzt nicht, ob wir da schon alles haben. Nehmen wir mal auf den Weg da mit. Na. Wurscht. Das ist ein Mondfisch. Das ist ein Mondfisch, aber den haben wir alles. Da haben wir alles. Das brauchen wir nicht mehr. Na? Komm schon. Komm schon. Ja, dann halt nicht. Egal. Fahren wir. Lassen wir uns hier nicht lange aufhalten. Grenadierfisch? Nee, passt schon. So, alle Körbe rein. Natürlich alle Körbe rein, aber wir haben hier sogar noch was drin. Ja, okay. Haben wir keinen Platz mehr. Egal, die ist kaputt, die Reuse. Ich hab zu viele Bomben da dabei. So, es ist noch nachts, aber ich glaube, ein Bartmännchen. Kann ich hier auf die Schnee. Doch, hier Bartmännchen, aber schaffe ich das noch? Was ist das? Ein Kragenhai, der interessiert nicht. Wo ist denn das Bartmännchen hin? Alles. Hä? Da bin ich vorbeigefahren, ist hinter mir. Ah! Okay, einmal können wir noch. Ne, zweimal. Okay. Das war leider nichts. Anthropie, da haben wir Grundeln. Okay. Schadet ja nicht, ne? Mal probieren. Warum eigentlich nicht? So, Reusencheck. Die ist kaputt. Ist ja eine kleine, aber ist wurscht, wenn wir sie schon haben, ne? Kostet auch nicht viel, $25. Die versenken wir natürlich gleich wieder. Okay. Keine Anomalie. Keine Anomalie. Ich hasse alles. Yeah. Anomalie. Ich hasse gar nichts. Ich liebe alles, Freunde. Ah, der Schneck. Der Schneck. Das war aber erst die zweite. Also die scheinen mir etwas seltener zu sein. Hm.
Ja, so. Pennen bis kurz vor Nacht. Ja, 5:30, das passt. So, dann fahren wir mal ein bisschen da die Richtung gar nicht weit. Erst einmal gucken wir uns die Reusen an. Gleich wieder reinschmeißen, brauchen wir nicht. Dunkelkneifer, Freunde, meine Begeisterung ist so ultra groß. Es läuft einfach im Moment mit den Fischarten. So, wo ist das Bartmännchen hin? Was war das? Das war Kragenhai. Kragenhai. Bartmännchen, passt. Müsste hier irgendwo sein. Ja, hier. Standard. Standard. Standard, hören Sie auf. Infernal. Freunde, es ist so gut. Jetzt fehlt eigentlich nur noch von dem Makrel. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die hier in der Nähe sind. Da freilich Schlangenmakrele, da ist sie. Es ist zwar schon nachts, aber komm, jetzt ist mir wurscht jetzt. Schlangenmakrele, ja, passt doch. Hier. Serpentinenmakrele, Freunde. Wie gut kann's laufen? Der Part ja. Fantastisch. Geil. Einfach nur geil. Echt klasse. So, Enzyklopädie weiter. Wie gut, Eugen. Wir fangen jetzt wieder an, hier Teufelsgrad. So. Margarete, passt. Passt. DLC. Schnecke. Okay, es fehlt nur noch die Schnecke. Von den Standards. Und die scharlachrote Garnele. Das ist interessant, die scharlachrote Garnele, da habe ich auch erst 4 gefangen. Okay. Das ist schade. Standard. Die werfe ich wieder rein. Ne, ist ja nur eine Frage der Zeit, ne? Ah! Na komm, nehmen wir mit. Komm, es ist eine Anomalie, die kostet nichts. Schnecke werfen wir rein. Naja, das mit den Schnecken ist ein bisschen hier, ein bisschen, selten. Ja. Man, es gibt noch eine Reuse. Die wirklich brutal viele Anomalien fängt, aber... Ah, die ist bei irgendeiner Steintafel, wo ich gerade nicht weiß, wo die ist. Muss ich ehrlich gestehen, Freunde. Muss ich jetzt lügen. Fahren wir mal ein bisschen im Kreis rum. So, da ist was in die Luft zu jagen. Ja, sehen Sie.
Da ist was in die Luft zu jagen. Passt. Wozu haben wir es denn, ne? Das ist, ja, okay, das ist quasi diese Abkürzung plus das Trudel, dass die Fische hier sich verpissen, die Bösen. Ah, haut schon hin, haut schon hin. Was ist denn das hier für... Ach so, ne, den haben wir schon. Das war der Rochen. Wir fahren einfach ein bisschen im Kreis, weil es wurscht ist. Aha, da ist die böse Muttifisch. Ha. Da ist ein Hai. Irgendwo ist noch diese Steintafel. Was ist das hier? Ja, es wäre eigentlich hier, ja. Aber es scheint nicht zu funktionieren. Das haben wir schon, gell? Ja, das haben wir auf jeden Fall. Im Leuchtturm, das haben wir schon. Der Raum ist leer. Ja, da waren wir schon, genau. Ja. Aha, da ist böse Mutti. Ja, da haben wir auch wieder so einen Stein. Aber können wir noch nicht. Ja, die Reusen sind gefüllt, Freunde. Vorsicht, nicht den Motor in die Luft jagen, Andi. Reißt jetzt um. Holala. Komm schon, ich brauch den Schneck. Ernsthaft? Mach dich dünn. Ah! Ey, wie selten sind die bitte? Ach komm schon! Hallöche! Ich hasse alles gerade wieder. Oder könnte es sein, dass ich das tiefer versenken muss? Warte mal, dass ich vielleicht umgehen kann, dass da Krabben und so Zeug drin ist. Jetzt warte mal. Schauen wir noch mal in die Enzyklopädie rein. Wo waren wir denn? Hier. 0 bis 10 Meter, ne? Das ist ja eh hier. Ah, okay, Freunde, ich hab's zu tief runter versenkt, deswegen. 13,80 Meter. Ich hab's zu tief versenkt, deswegen ist es selten. Einfach bübscht. Das passt. 57. 6,50, ja, Freunde. Ich habe die Fehler gefunden. 5 Meter. Ah. 7,30 Meter. Okay, das benötigt Reparatur. Nehmen wir mit. Aha. Deswegen war immer so wenig drin. Ah, ne, werft. Mhm. 2,40 Meter. Da hier, das versenke ich gleich hier in der ganz flachen.
irgendwann wird schon was drin sein, hoffentlich. Da. Ja, eine normale. Okay, okay, zumindest stimmt einmal die Tiefe. Es ist fast kaputt. Ja, die Tiefe stimmt, Freunde. Immerhin. Aber es ist leider jetzt nur Standard. Ja, das ist jetzt ein Geduldsspiel. Aber da wird schon mal was dabei sein, ne? Ja, und jetzt heißt es wieder parken und warten. Was soll ich anderes machen? Ich hab's sonst hier nicht mehr zu tun, ne? Da wird schon irgendwann noch mal was Passendes dabei sein. So. Mua-ha-ha. Mua-ha-ha. Wunderprächtig, Freunde. Es ist so herrlich, wenn ein Plan funktioniert. So, die Reusen hebe ich mir natürlich auf. Wäre ja schön blöd, wenn, ne? Weil die können wir wahrscheinlich noch brauchen. Spätestens DLC, ne? Ja, okay. Ups. Verkaufen nicht vergessen. Ja, ich könnte es ins Wasser schmeißen, aber was weiß ich. So, habe ich alle? Ne, hier ist noch. Ja. Alles eingesammelt. Passt. Jawohl. So, Freunde. Müssten wir hier eigentlich auch fertig sein. Schockschnecke. Ja, genau. So, wir waren hier Teufelsgrad. Ha, fantastisch. Ja, das ist die LC. Schaut zumindest so aus. Ja, es ist immer noch gelb umrandet und steht Teufelsgrad vulkanisch da. Das macht mich schon irgendwie fertig. Ja, okay, scharlachrote Garnele. Korb und Schleppnetz. Ja, wo im Korb? Das ist jetzt die Frage. Ich habe erst auch 4 gefangen. Das ist offenes Meer. Gotteslachs, fehlt mir noch jetzt die erste Anomalie, okay? Das ist auch offene See. Das ist interessant, Freunde. Das ist sehr interessant. Das ist offene See, Eis-DLC. Küstennähe, fahle Ferne ist DLC. Fahle Ferne ist DLC. Ja. Aber hier, die Anomalien von den Exoten. Gab's früher nicht. Und hier ist auch noch Eis. Ansonsten haben wir eigentlich so gut wie alles, was es ursprünglich gab.
Das heißt, weiß nichts hilft, ich baue jetzt wieder auf mein Schleppnetz um. Warte mal. Nee, warte mal, du Problesse. Das heißt, ich kann meine Reusen jetzt eigentlich alle mal ins Lager schmeißen vorerst. Wenn ich noch Platz habe, heißt's. Nee, haben wir nicht, aber bald. Weil zur Not schmeiße ich das ins Wasser, ich brauche das sowieso nicht mehr. Zumindest, außer ich brauche es fürs DLC, das weiß ich nicht. So, hier mein Schleppnetz. Geht nicht. Nein, nicht zurück. Oh, ausbauen. Ja, ich baue mein Schleppnetz wieder ein. Das hilft nichts. Ja. Wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Naja, Küstennähe und ozeanisch. Was haben wir denn sonst noch für Schleppnetze? Küstennähe, Mangrovenflachwasser, vulkanisch Küstennähe. Das habe ich schon. Küstennähe, Flachwasser. Nee, ozeanisch passt eh. Ich muss sowieso aufs offene Meer raus. Man passt es eigentlich eh. Die Reusen bleiben hier. Naja, gut. Die hat zwei Köder. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil mir fehlt ja immerhin nur ein Gotteslachs-Anomalie, ne? Ansonsten müssten wir eigentlich alles soweit haben, was wir brauchen, Freunde. Ich könnte jetzt hier noch eine weitere Angelroute montieren, aber wozu denn? Nee, das brauchen wir nicht. Quatsch. Nein, einen Gotteslachs brauchen wir noch. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wo ich den gefangen habe. War auf jeden Fall ozeanisch. Ich weiß jetzt nicht, was zwischen Windstrang und Sternbecken oder was zwischen Sternbecken und Sturmklippen oder hier zwischen Sturmklippen und Teufelsgrad. Fahren wir mal nach Süden. Sehr wurscht ist. Da ist eine Anomalie. Okay, die brauchen wir aber nicht mehr. Ich muss ja versuchen, wieder stehen. Hier ist auch noch eine Anomalie. Haben wir nichts dabei. Okay, das mache ich. Ah, genau. Hey. Mein Netz rein. Wir fahren aufs offene Meer. Ich brauche noch die Garnele. Da wird schon irgendwas einmal dabei sein, was passt. So, jetzt schmeiße ich da mal gemischte Köder. Hier sind keine. Hier ist nix am Start. Ah, weil ich es eh gar nicht beangeln kann wahrscheinlich. Haha, ich könnte es gar nicht beangeln, weil ich es nicht dabei habe. Deswegen keine Fische. Ja. Kann ich gar nicht beangeln. Ich habe nichts dabei. Das ist jetzt nicht so dolle. Aber ist jetzt auch nicht so tragisch. Ich fahre jetzt einfach nochmal 10 Minuten hier auf dem offenen Meer rum. In der Hoffnung, noch so eine Garnele zu erwischen. Ja, die Kisten, die machen mich wahnsinnig. Ja,
Irgendwann wird schon so eine Garnele drin sein, hoffentlich. Schauen wir, ob wir schon eine drin haben. Wir haben drei Garnelen sogar schon drin, okay? Also wir bewegen uns auf jeden Fall in richtigen Gefilden. Naja, aber es ist doch keine Anomalie dabei. Zeigt es mir zwar viele an. Naja. Nee, da bleibst drin. Ja, es hilft mir nichts. Ich muss hier rumschippern, ne? Ups, Netz ist draußen. Das ist blöd. Entropie. Okay, war nichts dabei. Nee. Komm, ein bisschen geht schon noch. Nur noch ein bisschen. Nein? Okay, wir sind jetzt nicht mehr auf offener See. Ja, 10 Fische oder 10 Arten, aber ja, es waren insgesamt 4 Garnelen dabei. Ja, und sogar noch eine Anomalie von einem Thunfisch. Ein Rasiermesserzahn-Thunfisch. Leider nicht das, was wir brauchen, wa? Aber nun gut, man kann sich's ja leider nicht immer aussuchen. Ich baue jetzt aber meine Angelroute aus. Also die normale Angelroute. Ah, Lager ist kein Platz. Schmeißen wir den Teller ins Wasser, den braucht auch keiner mehr. Das ist Abyssal. Das braucht auch keiner, das könnte man eigentlich auch wegschmeißen. Weg. Weg! Wir reparieren unser Netz noch. Wir haben fast $3000 dies. Okay, dann bauen wir ein. Das ozeanische Gedöns. Das ist das hier. Wir bauen dies hier ein. Ozeanisch Mangrovenflach. Ah, das ist von. Nee! Das bauen wir hier ein. Und das hier kommt in die Lager. So machen wir, Freunde. Gut. Naja, Freunde, okay, ein bisschen was haben wir noch zu tun, ne? Wir gehen jetzt noch mal kurz die Enzyklopädie durch. Wenn wir jetzt auf die offene See gehen, ohne das gelb umrandete, nicht gefunden, ja, das weiß ich selber auch. Schaut aus wie ein Skorpion. So, uns fehlt von der scharlachroten Garnele. Könnte man auch mit dem Korb fangen, ja, weiß ich, aber. Pff, ja. Wurscht. Muss auch so gehen. So, dann haben wir Gotteslachs.
Der fehlt uns auch noch. Ein Warmblüter ist es, okay? Das ist interessant. Ja, und dann haben wir DLC. Also uns fehlt noch der Gotteslachs und der Garnele von den Standardfischen. Das ist schon geil. Fahle Ferne, ja okay, das ist wieder was komplett anderes, ne? So machen wir, Freunde, so machen wir. Dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Cut. Ich wünsche euch wie immer weiterhin viel Spaß mit Dredge. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und bis nächstes Mal hoffentlich. Habe die Ehre, Leute. Ciao, servus.